Hallo. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg zur Mama. Ja, heute ist kein schöner Tag. Heute ist der erste Todestag von Papa. Ach Mann, da wird einem erstmal wieder bewusst, ne? Manchmal so hat man so Tage im Leben. Da hat man auch Stress und so weiter, dann denkt man halt nicht mehr so daran. Aber wenn dann so ein Tag ist wie heute, das ist schon sehr, 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 sehr scheiße. Ja, heute Nacht um 12:30 ist der Papa friedlich eingeschlafen. Die Mama und ich waren ich glaube, um 18:30 beim Papa das letzte Mal. Aber er wollte ja selber nicht mehr. Er hat ja selber der Ärztin gesagt, er möchte gerne sterben. Ich hatte euch das ja schon mal erzählt. Der Hausarzt hatte dann angerufen und hat gesagt, gibt noch eine Möglichkeit, wie wir das Wasser aus dem Körper kriegen. Wir müssten ein Loch in den Körper bohren und in den Bauch bohren. Und dann wird das abfließen. Aber das habe ich schon so oft erzählt, aber wenn ich meinem Papa das angetan hätte, dass ich ihn zurückhole, obwohl er nicht mehr wollte, weil er wäre ein Pflegefall geworden, dann hätte der mich gehasst. Und da war ich mich mit der Mama ganz, da waren wir uns einig. Das war sein letzter Wunsch. Und diesen Wunsch möchte ich ihm erfüllen, weil der hätte. Ach, der wäre so böse geworden auf uns. Warte, ich muss fahren. Der wäre so böse geworden, dann hätte der uns gehasst bis in alle Zeit. Ich weiß, es ist eine total beschissene Entscheidung gewesen, den da nicht mehr aufzuwecken. Aber eigentlich wäre es nur was für mich gewesen, damit ich ihn nochmal anpacken kann, ansprechen kann, damit er mit mir spricht und so. Aber ich musste halt darauf achten, dass es ihm gut geht. Und wenn das sein letzter Wunsch ist, dann möchte ich ihm den erfüllen, weil mehr kann ich nicht. Mehr erfüllen kann ich ihm nicht, als zu sagen, okay, er wollte einschlafen, er ist eingeschlafen und ich lasse ihn einschlafen. Alles andere wäre total egoistisch gewesen, nur um aufzuwecken und zu sagen, Papa, ich liebe dich, um den zu kriegen und so zu drücken. Und dass der Mann dann da vielleicht. Der wäre ein Pflegefall geworden. Das ist ja das Schlimme. Das wissen wir ja. Da war ja nicht mehr viel. Er hat ja viele Krankheiten gehabt. Ja. Jetzt fahre ich zur Mama. Wir haben jetzt 16:49 Uhr. Dann packe ich die ins Auto. Und dann fahren wir zum Grab. Da mache ich aber kein Video, weil. Ja. Ein bisschen Privatsphäre brauchen wir auch. Und auch gerade die Mama, für die ist das auch nicht einfach. Für mich ist das nicht einfach. Ich glaube, das versteht jeder. Und naja, wie gesagt, heute mal kein lustiges Video oder über Krankenkassen oder sowas. Naja. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Gesundheit, alles Gute. Und bis morgen.